ein Wohnzimmer mitten im Heidebad in Schmelz, was total verrückt aussieht, ist die geniale Idee von einer jungen Gruppe Leute hier aus der Gegend, die gesagt haben, hey, wir organisieren ein Festival, wir nennen das Ganze Heidebeat Festival, weil wir sind hier im Heidebad in Schmelz. Und ja, das Geniale an der Idee ist, sie bauen nicht nur ein Wohnzimmer hier auf, sondern sie wollen auch mit diesem Festival gar kein Geld verdienen. Und ich rede heute mal unter anderem mit Patrick. Patrick ist ja einer der Hauptorganisatoren. Grüß dich, Patrick. Sag mal, warum wollt ihr mit eurem Festival kein Geld verdienen? Naja, wir wollen gerne was zurückgeben. Also wir kommen hier alle aus der Region und waren früher super froh, wenn irgendwas hier veranstaltet worden ist. Und dann haben wir gesagt, das wird super gut laufen hier. Und haben gesagt, wir möchten gerne was Gutes tun, was zurückgeben. Und dann haben wir uns alle da gemeinsam dafür entschlossen, zu sagen, wir machen hier ein Festival. Okay, was Gutes tun, was gibt ihr denn zurück? Naja, also auf alle Fälle mal, dass wir eine Veranstaltung zurück in die Gemeinde bringen, dass die jungen Leute auch wissen, wo sie mal hingehen können. Und wir haben auch geplant, das Ganze dementsprechend die Gewinneinnahmen an dem Tag zu spenden. Wir wollten gerne lokal auch etwas zurückgeben, heißt, wir spenden einen Betrag an die Christophorus Hospiz hier in Schmelz. Und ein anderer Betrag geht dann an die Kinderkrebshilfe Saar, wo wir einfach gerne gute Initiativen unterstützen möchten. Okay, also es klingt sehr, sehr gut, sehr, sehr fair. Und ich habe auch gehört, ihr seid schon relativ gut im Vorverkauf. Ihr habt schon über 50% der Tickets stand jetzt weg. Vielleicht machen wir kurz eine Vorstellungsrunde. Wer bist du? Yannick. Yannick, grüß dich. Und du? Ida. Ida? Corinna. Der Daniel. Jenny. Die Jenny. Und gleich haben wir auch noch den DJ am Start. Der versteckt sich noch ein bisschen hinten im Schatten. Den interviewen wir auch noch. Yannick, vielleicht kannst du mir mal erzählen, der Gedanke, ein Festival zu machen, wo man kein Geld verdienen will, wie verrückt muss man sein, um sowas in der heutigen Zeit noch zu machen? Man muss abends am Tresen stehen. Okay, die Idee kam am Tresen. Quasi. Ja. Und später dann konkret die Idee, das wirklich durchzuziehen. Ja. Oh. Okay, cool. Und Ida, ihr seid jetzt hier im Heidebad. Was treibt euch ins Heidebad? Ist halt eine super Location hier, ist auch ziemlich zentral. Genau. Ich zeig das mal gerade, während du erzählst. Also die Bühne wird ungefähr hier stehen, wo ich jetzt die Kamera hinhalte. Ne? Und erzählt mal vielleicht gerade was so zum Aufbau vom Festival. Also es ist ja nicht nur eine Bühne, ne? Wer kann mal was sagen, genau, Corinna? Genau, es werden zwei Bühnen sein. Eine, da wird mehr House Techno laufen. Und eine mehr auch Hip-Hop in die Richtung, dass wir breit aufgestellt sind mit allem, genau. Okay, und wie viele Künstler habt ihr, Daniel, weißt du das? Wie viele Künstler ihr gebucht habt für das Festival? 15 Künstler haben wir gebucht, die sich aufteilen, einmal auf der House-Stage, Elektro-Stage, die große Stage. Das wird die sein, die hier ist ungefähr, genau, da wo die Bäume sind, ja? Die Hauptbühne, und dann bauen wir noch eine kleine Wohnzimmer-Stage, wie wir gesagt haben, auf. Ja. Da werden dann noch weitere Acts spielen. Und die Wohnzimmer-Stage wird, schwenkt man noch so rum, hier ist der Volleyballplatz für alle, die es kennen. So. Und dann da unten wird im Schatten so ein bisschen mit die Wohnzimmer. Genau, genau. Ganz gemütlich. Für die Hip-Hop-Freunde. Ja. Okay, alles klar, super. Und erzählt mal, was habt ihr bisher so an Marketing gemacht? Kannst du mir vielleicht was zu erzählen? Oh, ganz viel Insta auf jeden Fall. Wir versuchen jedes Wochenende auf Festival zu gehen, noch ein bisschen zu erzählen, mit T-Shirts rumlaufen, Flyer verteilen und die Leute animieren zum Ticket kaufen und ein T-Shirt kaufen, genau. Okay, wir haben eine schöne Homepage, ein schöner Film. Und ich habe gehört, ich glaube, das hat noch keiner gesagt, ihr wollt auch Bäume pflanzen, habt ihr das schon gesagt? Ja, okay, was kannst du dazu erzählen? Da musst du den Paddy fragen. Ah, okay, ich gehe wieder rüber. Also, ja, du hast ja am Anfang groß gesagt, ihr wollt Gutes tun. Ja, genau. Ja, vergessen, stimmt. Ja. Wie wollt ihr Bäume pflanzen? Von welchem Geld? Ihr verdient ja kein Geld, da müsst ihr ja noch Geld drauflegen. Ja, wir haben ja einen Ticketverkauf und für jedes verkaufte Ticket haben wir gesagt, nehmen wir einen kleinen Betrag und tun davon dann auch einen Baum pflanzen in der Gemeinde. Okay, genau. Okay, cool. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Weil ansonsten würde ich jetzt noch den DJ schnappen, der hinten im Schatten steht. Ja, wir haben zwei sehr, sehr große Headliner. Ich glaube, der kann euch jetzt sehr viel davon erzählen, wir da geplant haben. Also ich glaube, für uns kleine Schmelz haben wir da echt sehr, sehr gute Künstler hier hingebracht. Und vor allem für die erste Veranstaltung. Ihr fangt bei null an. Ne? Genau. Ihr habt euch als Verein gegründet, ne? Genau, wir sind ein gemeinnütziger Verein, haben uns im Januar gegründet. Die Idee entstand schon länger. Und haben uns dann aber, ja, dann hier zusammengetan und dann
Sehr schön. Reden wir mal mit dem DJ, mit einem der DJs. Grüß dich, du bist der? Einer der DJs. Hallo. Ich bin Flo, Flo von. Hi. Okay, Flo von. Okay, das ist dein DJ-Name. Und wo legst du normal so auf? Ich bin am Osthafen Saarbrücken eigentlich residierend. Silodom, Sektor Heimat, Kulturgut Ost. Da findet man mich. Okay, cool. Und erzähl mal so jetzt, wenn du es einem Freund erzählen würdest, warum sollt ihr hier aufs Heidebeat Festival gehen? Weil es 2 Jahre kein Festival gab und jetzt ist auch noch ein gutes Festival draußen mit einem sehr guten Charakter, einer sehr guten Attitüde. Nämlich, es geht um Wespen. Genau, ja, wir sind in der freien Luft, ne? Es kommt vor. Genau. Ja, und es ist halt mega Headline. Ich meine, das kann man ja mal sagen, Dominik Eulberg und Pretty Pink, das ist halt mega. Ja, Dominik Eulberg gerade auch mit dem Bezug zur Natur und zu den Vögeln. Den Mikroorgasmen. Ganz wichtig, ja. Ja, das ist echt toll. Es ist eine bunte Vielfalt von DJs, viele verschiedene Richtungen, die eigentlich sehr gut passen. Ja, okay. Das wird halt ein dickes Ding. Okay, cool. Also elektrische Musik, also House, aber auch Hip-Hop, ne? Also bunt gemischt für alle, die Spaß haben am Feiern, beziehungsweise einfach auch in dieser Location, kann man jetzt fast nicht sagen, an dieser Location, sprich im Heidebad in Schmelz, einen schönen Tag haben wollen. Ja, das Datum habe ich noch gar nicht gesagt. Das ist der, wer weiß es, Yannick, das weißt du? 20.08. genau. Tickets gibt es online, heidebeat.de, ne, da kann man Tickets kaufen. Und ich glaube, ja, Patrick, wir haben noch was vorbereitet. Ne, wir wollen noch ein kleines Gewinnspiel machen. Wir haben gesagt, alle, die sich dieses Video anschauen, uns einmal teilen und vielleicht die Leute drunter verlinken in den Kommentaren, die sie gerne mitnehmen würden. Ja. Ihr verlost dann noch ein Gruppenticket dann gerade, ne? Ein Gruppenticket, 5 Personen. Okay, perfekt. Vielleicht gerade allein der Preis von einem normalen Ticket wäre? 25 Euro im Vorverkauf. 25 Euro im Vorverkauf, okay. Also sprich, mit so einem Gruppenticket spart man auch dann ein bisschen Geld, wenn man das gewinnt. Also von daher, ich danke euch sehr für die kurze Einführung ins Heidebeat. Ich wünsche euch viel Erfolg und das Wohnzimmer, dazu habe ich nichts gesagt, das bleibt das Geheimnis, kommt vorbei, schaut es euch an, weil es gibt ja nicht nur Künstler, ihr habt viele Stände hier aufgebaut, informiert euch, heidebeat.de, dort sind alle Infos. Dankeschön. So, jetzt stehen wir hier direkt auf dem Beachfeld des Heidebad in Schmelz und dazu will uns der Patrick noch was erzählen. Was hat es hier mit dem Beachfeld auf sich bei euch am Heidebeat Festival am 20.08.? Ja, also hier haben wir eine schöne Beachbar, wir werden mal ein paar Strandkörbe auch platzieren und werden hier leckere Cocktails verteilen und auch eine Ginbar haben und ja, dann kann man hier schön weitergehen. Dann ja, warte, ich schwenk mal rüber. Dann kommt der Marius, hallo. dann haben wir hier die Foodtrucks, also wir haben sehr leckere Foodtrucks organisiert, auch vegetarisch und vegan. Ja. Und dort ist, glaube ich, für jeden etwas dabei, auch Kaffee und Kuchen haben wir dort im Angebot. Und ja, dann geht es schon Richtung zur Mainstage hier, wo ja, die beiden Gäste gerade da liegen. Genau, wo die Bäume, die kleinen Bäume gepflanzt sind, man sieht es, ja. Genau. Und die Mainstage, da ist schon sehr, sehr viel geboten. Da haben wir auch einen sehr guten Partner, der auch hier eine echte Megabühne aufbauen wird. Ja. Mit einem super Sound und mit super Lichteffekten. Also ihr kommt jetzt nicht und habt die Bluetooth-Box dabei, es ist schon ein bisschen professioneller, ne? Es ist sehr, sehr professionell. Okay. Da haben wir echt uns sehr viel Gedanken drüber gemacht, dass wir da echt ein super Setup haben auch. Ja, finde ich gut von Anfang an, weil ihr macht es das erste Mal, es muss von Anfang an zumindest Sound und das Ganze soll passen, weil ja, das ist das, warum die Leute auch hingehen, die wollen einfach einen schönen Tag haben und dann muss auch die Technik muss einfach stimmen. Ne? Genau. Ja. Cool. Genau, dann haben wir hier noch so kleine Bars, wo wir dann natürlich etwas anbieten und hier oben dann für die Freunde, die etwas gemütlicher gerne feiern möchten, haben wir einen kleinen Weindorf, ja, wo wir organisieren und super, dort werden wir dann leckere Weine anbieten. Auch ein Winzer vor Ort wird sein, der auch dann die Weine ein bisschen vorstellen kann. Perfekt. Wir können mal gerade noch so 3 Meter ja, rechts rüber gehen, weil ja, da oben wird auch der Haupteingang sein, ne? Genau, das war uns auch sehr, sehr wichtig, dass man halt von da oben runterkommt und direkt das Festivalgelände quasi ja, einen Überblick hat. Ja. Und ich glaube, es ist eine sehr, sehr schöne Atmosphäre, wenn man gerade von oben runterkommt und die Bühne sieht, die auf ja, Bauten hier und ja, ja, genau. Ich gehe mal gerade noch einmal diesen Weg, den blenden wir dann nachher noch ein, dass die Leute noch mal sehen, wo man reinkommt und so. Also ich fasse noch mal schnell zusammen. Heidebeat Festival, 20.08. im Heidebad in Schmelz. 2 Bühnen. Wie viele Künstler? Ich habe das. 15. 15 Künstler von House bis Hip-Hop, alles dabei. Es gibt Food, es gibt Drinks, es gibt Weinbar. Also es ist wirklich für jeden was dabei. Trotz, dass es das erste Festival ist, fragt ihr direkt dick an. Muss man wirklich sagen. Und also ich persönlich freue mich drauf und ich drücke euch die Daumen, dass ihr noch alle anderen Karten verkauft. Ihr seid schon über 50% ausverkauft und es ist noch über einen Monat. Ja, ja. Also ihr seid noch gut in der Zeit. Also von daher drücke ich die Daumen. Okay, vielen Dank, Patrick. Dankeschön.